Die deutsche Tourenwagenmeisterschaft startet auch 1991 in eine Saison, die alle Superlative des Vorjahres weiter steigert. Mehr Zuschauer an den Rennstrecken, mehr Fernsehübertragungen, mehr Werkswagen, mehr Preisgeld, mehr Rennen als je zuvor. Das bedeutet schlicht, dass diese nationale Meisterschaft mit seriennahen Tourenwagen nach der Formel 1 schon die attraktivste Rennserie des Kontinents ist. Und die Abkürzung DTM ist längst so international wie ihre Piloten. DTM-Läufe wurden 1991 in 4 Ländern veranstaltet und bis nach Amerika im Fernsehen übertragen. 4 deutsche Automobilhersteller fahren 1991 um die Meisterschaft. Von Cecotto nicht gerade getätschelt und anschließend sauber abgeschossen. Und auch Zobernicht, der BMW nach Zolder den 2. Doppelsieg beschert. Spektakulärer das Duell zwischen Winkelhock und Thiem. Bei dem der Däne nach einem Gewaltsprung doch die Nase vorn behält, dann mit etwas weniger Erfolg. Die Chancen von Hockenheim-Sieger Steve Soper lösen sich in Rauch auf. Vor der Nordkehre muss zur Verkehrsberuhigung auf Stadttempo 30 heruntergebremst werden. Das gelingt nicht immer. Kurt Thiem torpediert Johnny Cecotto bereits im Training. Alfred Hegers BMW formatfüllend in der Rennkamera. Alain Cudigny nimmt Johnny Cecotto die Vorfahrt in der Chicane. Hans-Joachim Stuck macht Boden gut und schiebt sich an die Spitze. Trotz Kühlhaube auf dem Kopf werden Stucksiege heiß gefeiert. Die kalte Dusche folgt gleich in der nächsten Kurve. Angeschoben von Armin Hahne eröffnet der Bayer den Dreherreigen. Und Hahne steht anschließend als Geisterfahrer im Feld. Die Titelaspiranten Ludwig und Cecotto demonstrieren die leider selten gewordene Kunst des Überholens ohne Feindberührung. Van Ommen und Asch decken den Mercedes-Titelanwärter von vorne, Lafitte und Cudigny schirmen ihn gegen Steve Soper nach hinten ab.
Cecottos Meisterschaftshoffnungen lösen sich zwischen den Mercedes in Rauch auf. Bigazzi-Pilot Zoper filmt seine geniale britische Renntaktik fürs Heimkino. Links antäuschen, rechts vorbei und dann ab durch die Mitte, um sich ein paar Plätze weiter hinten wieder einzuordnen. Das nächste Singenopfer, Armin Hahne und ein rauchender Bigazzi-BMW. Stuck gewinnt, der hinter ihm liegende Bieler wird nachträglich disqualifiziert und Bernd Schneider erbt Rang 2 vor Jelinski. Peter Oberndorfer wird im Omega Sechster und aus Begeisterung über das beste Opel-Resultat des Jahres entzündet Markenkollege Volker Schlitzek 200 Meter vor dem Ziel ein kleines Freudenfeuerchen. Das Überholmanöver seines Lieblingspreußen, Ludwig, inszeniert Gaudi Burstuck vor großem Publikum in der Sachskurve. Sachspeed-Pilot Bernd Schneider folgt Klaus Ludwig wie eine hartnäckige Regenfontäne und geht vor der Sachskurve schließlich am AMG-Fahrer vorbei. Otto Rensing, Dancing in the Rain.